der Nacht, wenn die Liebe erwacht und am Himmel der Mond schelmisch lacht. Dann mein Schatz, bleib nicht allein. 50 Schilling und ich bin dein. Wie als Evergreens des Sexuallebens unserer Widerstadt. Wir haben uns zu einem Verein zusammengeschlossen. Zur Hebung der Soziallage erotischer Straßenveteraninnen. Und uns hat man also in den Ausschuss gewählt. Jawohl. Wir sind der Ausschuss. Ja. Und es muss unbedingt etwas geschehen. Es muss unbedingt etwas geschehen gegen die unbefugte Konkurrenz der bürgerlichen Minirock-Trägerinnen. Sehr richtig, meine Damen, sehr richtig. Diese Teenager haben mir heutzutage auf der Straße weniger an, als ihre Großmütter seinerzeit in Betancourt hat. Zum Beispiel die alte Frau Wosatka. Kennst du die Wosatka? Ja, die vom Viererhaus. Die, die trägt doch jetzt einen Hosenanzug. Ich glaube immer, das ist eine Russin. Wieso? Noch sowas von einem Donetsbecken? Hab ich immer gesehen. So, dabei geht sie immer auf jugendlich, verstehst? Schamlos, wie alt ist diese Person eigentlich? Doch bitte, wenn man ihr glauben möchte, ist sie so jung, dass ihr ältester Bub gerade 3 Jahre alt war, wie sie auf die Welt gekommen ist. Das sagt ihr, meine Damen, zur Sache. Wir müssen um unsere persönliche Sicherstellung bemüht sein. Ne? Schließlich haben wir noch eine Menge Vergangenheit vor uns. Na, und den größten Teil unserer Zukunft haben wir schon hinter sich. Also ich nicht. Mir hat eine Zigeunerin prophezeit, ich werde sehr alt. Und hat sie nicht recht gehabt? Das ist nicht unglaublich. Sei ruhig, du warst in deinem Leben auch einmal jünger als heute. Nun bitte, ich bin sehr backschierig und sehr mudelsauber. Heute früh zum Beispiel habe ich mich doch in den Spiegel geschaut. Ja, da gehört aber ein Mut dazu. Du bist mir nur neidig. Und weißt du, was du bist? Nein, das bist du selber. Du, ich hau dir das an. Wir wollten doch unsere kostbare Geschäftszeit nicht mit solchen Streitereien vertrödeln, ja, ne? Wo das Geschäft ja immer langsamer geht. Ja. Wenn heutzutage einmal ein Ehemann bei uns einen Seitensprung riskiert, dann schmust er ihm erst eine Stunde herum, bevor er zu realen Tatsachen übergeht. Naja, so einer sagt halt, der Schönste am Seitensprung ist halt der Anlauf. Ja, ich kann die Brodlerei auch nicht vertragen. Gestern wollte wieder einer, dass ich mich ihm auf den Schoß setze. Ich hab's aber nicht gemacht. Was, du hast dich nicht am Schoß gesetzt? Nein, der hat solche O-Beine gehabt, ich hab Angst gehabt, ich fall durch. Also, es gibt schon Tippen bei unserer Kundschaft. Ich habe jetzt einen Italiener, Original-Italiener, Giovanni Hadrovez. Aber heißt er, ja. Da war man eigentlich in einem Bierlokal, ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier. Auf einmal war er angesoffen. Ist er eingeschlafen dort beim Tisch, hab ich ihm das Geldbörsel gestohlen. Schau ich noch, was mein eigenes. Bleibt denn da die Verkehrssicherheit? Ja, da kommt man zu nichts bei der Konkurrenz. Ja, und der mangelnden Altersversorgung. Eine Pension muss her! Ja, selbstverständlich, eine Pension muss her. Und unsere Alterspräsidentin, die Putzi, hat gesagt, sie wird die geeigneten Schritte übernehmen. Fische Katz, was? Servus, die Madel. Sag, Putzi, wo warst du so lange? Ja, ich war jetzt 3 Wochen weg. Ich war in Deutschland beim Fernsehen. Beim Fernsehen? Ja. Bei der Sendung Bitte legen Sie ab. Aber nein, als Betthupferl. Als Betthupferl. Ich war beim Lemke, heiteres Beruferat. Was bin ich? Und hast deinen Beruf erraten? Nein, ich bin ja freiwillig zurückgetreten. Warum? Entschuldigung, gleich zu Beginn der Sendung sagt doch dieser Lemke, machen Sie eine für Ihren Beruf charakteristische Bewegung.
sag einmal, wieso bist du überhaupt hingegangen? Na ja, musst du was dazu verdienen, im Pfusch. Ne, unsere Lage ist ja eine triste. Eine was bitte ist eine triste? Eine triste. Du hast den Kopf auch nur, damit ich ondulieren lassen kann. Eine triste, eine traurige. Was heißt traurig? Scheißlich. Apropos scheißlich, wie geht's denn dir? Also das ist unglaublich. Das ist also erzähl weiter, was wir erzählen. Ich war oben bei Magistratsabteilung 7, da war ich oben mit Herrn von Zern gekommen. Ich war dort mit der Holdi Flitschinger. Ja, die Holdi Flitschinger, ja. Die hat sich doch das Gesicht spannen lassen. Das habe ich nicht bemerkt. No, das war doch eine Tragödie. Was? Diese Toni Flitschinger lässt sich das Gesicht spannen. Ja. Und nach der Operation hat sie kein Geld in Tasche gehabt. Hat sie der Doktor wieder aufgetrennt. Ja. Du, Putzi, sag mal, was war beim Magistrat? Na, jetzt haben wir die Herren an Zeit gekommen, sie haben gesagt, sie werden alles in die Wege leiten. Inzwischen sollen wir uns allein behelfen. Also allein kann unser einer gar nichts machen. Ich muss sagen, ich bin ja aufgeklärt, nicht? Mir muss nichts erzählen. Nein, ich meinte, wir sollen einen Pensionsfonds gründen, nicht so einen, also Sparverein. Und von allem, was wir verdienen, ihm etwas zurücklegen. Da müssen wir uns aber oft zurücklegen, damit wir etwas verdienen. Hammer, habe ich ja gemacht. Wir haben Vorschläge gemacht. Ich als Präsidentin, als Alterspräsident, habe gesagt, alle 14 Tage eine volle Tageslosung zurücklegen zu diesem Zweck. Ich habe heute schon damit angefangen, meine heutige Tageslosung, 105 Schilling. Wer hat dir 5 Schilling gegeben? A jeder. Was wir heute